Sarah. Sarah, stell dich mal dorthin. Ich weiß, keine Deckung. Aber vielleicht kriegt sie dann wenigstens die Granate dahin geschmissen. Ja, schafft sie. So, damit sind zwei Aliens dann immerhin doch noch tot, ey. Schwein gehabt, Leute. Warum hat der denn das überlebt? Der will mich doch verarschen. Shit. Ja, die Sarah steht da jetzt natürlich schlecht. Der rennt nochmal. Ist das ein Vollhonk, ey? Na gut, Sarah. Sarah könnte jetzt hier in die Deckung gehen. Oder warte mal, sie könnte in diese Deckung gehen. Hat den Alien dann flankiert, oder? Ja, klar, da hat sie ihn flankiert. 100% Trefferchance. So, jetzt stirbt er aber. Das nenne ich eine Hinrichtung. Schönes Ding, Sarah. Gut gemacht. So, Johansen, du bleibst erstmal da hinten stehen. Gar keine Deckung mehr hier hinten, ey. Doch, hier. Ein so ein Fitzelchen. Okay, Amy muss dahin. Und 25%ige Chance. Chance ist ja gar nichts. Rolf. Sturm und Schuss, mein lieber Rolf. Spurte mal bis da vorne hin. Und wenn er stirbt, ist ja keiner von euch. Da muss ich noch nicht Angst haben. Oh, der Meldcontainer, den könnten wir noch kriegen. 80%. 80%. Ey, ist der Typ eigentlich blind? Da steht ein Alien genau hinter der Tür und der trifft es nicht. Ist mir ein Rätsel, wie man so schlecht sein kann. Wenn Rolf jetzt stirbt, ist er selber schuld. So. Amy. Ja, durch die Wand. Geht das nicht. Der Flocky kann doch von hier hinten nicht treffen. Also wenn Flocky jetzt von hier hinten den Alien abballert, dann er sieht den nicht mal. Der sieht ihn nicht mal. Geh mal trotzdem auf Feldposten, aber der Alien wird den Typen da oben töten. Rolf, selber schuld, du bist ein Vollidiot. Jetzt sind die wieder in Panik. Nur Flocky ist Herr seiner Sinne. Ah ne, hier, Sarah auch. Okay, Sarah, geh mal hier hin. Werdet ja wohl diesen einen letzten dreckigen Alien abgeknallt bekommen. 45%ige Chance nur. Ja, Sarah. So muss es sein. Flocky. Oh, da sind aber noch mehr Aliens, Leute. Da sind noch mehr Aliens. Die Runde ist noch nicht vorbei. Und schon wieder ist jemand gestorben. Zweite Mission, schon wieder jemand tot. Da kommen die Sektoiden jetzt reingerusht. Scheiße. Okay, Flocky, wie sieht's aus? Wie sieht's mit Sarah aus vielmehr? Kriegt die noch einen Schuss raus? Ja, ne? Sarah, geh mal hier vorne hin. Niemanden flankiert. 74, 38. Okay, sie muss den 74er abschießen. Oh, auf Sarah ist Verlass. Grant, streng dich an. Todeszocker, ich gebe mein Bestes. Es ist zwar nicht viel, aber du musst mir glauben. So, Flocky, mein lieber Freund. Zück mal bitte deine Granate und kill den letzten Alien hier direkt mit der Granate. Das ist mir zu heiß. Ich will hier nicht noch mehr Leute verlieren. Jo. Und, war's das jetzt? Ja. Sehr gut, Leute. Boah, aber schon wieder jemanden verloren. Wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen. Wir dürfen nicht so viele Leute verlieren hier. Ach, Mann, Mann, Mann. Jetzt wurde mehr Flocky als alles andere gesagt. Das mag sein, aber Flocky hat auch gut gespielt, Lisa. Man muss es ihm auch gönnen. So, Sarah White wurde befördert und zwar zu einer Unterstützungssoldatin. Das heißt, sie hat eine Rauchgranate bekommen. Und da würde ich mal sagen, ja, Rolf Johansen, schade, dass du tot bist. Ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich, aber wir haben einen neuen Orden. Und schauen wir gleich mal direkt, ja, bla bla bla. Also, wir haben 4 Ingenieure bekommen und Panik macht sich in Asien und Europa breit. Das ist schlecht. So, wollen wir mal schauen. Lagezentrum. Jedes Ratsmitglied wird Satellitenabdeckung fordern. Ja, weiß ich. Oh, Japan. Der ist schon. Die sind schon sauer. So, Europa, hier Großbritannien mit 3. Ja, es hält sich noch in Grenzen. Aber, naja, gut. Soldaten, nee. Ich wollte die Orden.
Und das Stadtabkampfzeichen, da brauchen wir eine Kraft. Also entweder Verteidigung oder Zielgenauigkeit. Was würdet ihr machen? Verteidigung, Zielgenauigkeit. Schreibt es mir gerne wieder in den Chat, dann schauen wir mal, was ihr machen würdet. Und in der Zeit nennen wir den mal hier Rensus Zoccus Orden. Orden, schreibt man immer noch so. So, ihr sagt Def, Def, Def. Zielgenauigkeit, Verteidigung, Aim, Ziel, Aim, Ziel. Okay, doch mehr Leute, die Zielgenauigkeit haben wollen. Damit ist es klar. Alles klar, sehr schön. Den Orden werde ich aber noch nicht verteilen. Das kommt erst später. Forschung läuft noch ein paar Tage. 4 Tage dauert das noch. Das seht ihr, glaube ich, nicht. Erforschen Sie uns? Und ich würde sagen, dann können wir uns überlegen. Wir haben noch 190 Credits. Dass wir ein paar Dingens holen. Ein paar Satelliten, oder? Was meint ihr, wie viele Satelliten sollten wir uns kaufen? Schreibt mir mal gerne in die Dingens rein. So, neues Forschungsprojekt. Die Waffenfragmente wurden erforscht und wir können etwas Neues machen. So, wir haben damit das Scope zur Herstellung freigeschaltet. Sehr gut, so muss es sein. Alien-Material, Meld, Reinkarnation oder experimentelle Kriegswunde. Dauert mir zu lange. Es dauert alles 8 Tage. 3 Satelliten, 2. Oh, Flash muss schon los. Habe ich das richtig gelesen gerade? Ja, bis später, sagt sie, oder? Alle oder kein? So. Einen, sagt Marco. Echt, noch keine Satelliten? Doch. Doch, doch, doch. Ein paar Satelliten können wir doch schon gebrauchen, oder? So, wie sieht's aus? Welche Forschung nehmen wir? Ich werf nochmal einen Blick hier. XCOM nimmt uns die guten Leute. Ich nehme einfach mal dann das Alien-Material. Da bekommt man nämlich eine bessere Rüstung. Da ihr mir ja nichts sagen wollt, scheinbar. Selber schuld. Sie ist nur essen, kommt gleich wieder. Okay. Wartet nur darauf, mit der Arbeit zu beginnen. So. Ich lasse Sie wissen, sobald wir etwas finden. Baue, kaufe Gegenstände. Satellit ist ja sofort fertig, ne? Oder? Wie viele Tage dauert das? Oh, 20 Tage. Welchen Tag haben wir denn jetzt heute? Den 9. Dann sollten wir zusehen, dass wir die jetzt in Auftrag geben. Satellit herstellen. Ich würde schon mal sagen... Ach so, wir haben ja... Oh, scheiße, stimmt. Einer, ja. Mist. Wir können ja gar nicht mehr. Obwohl, ich könnte schon mal ein... Ich erteile den Auftrag einfach schon mal. Und wir müssten dann mal schauen, im Lagezentrum, dass wir... Den Hangar, Lagezentrum... Nee. Technikabteilung Einrichtungen. Wir haben hier ein Satellitenkontrollzentrum. Wie teuer ist denn noch eins? Nicht genug Gold. 100. Und Energie brauchen wir. 5. Okay, wir haben hier zum Glück momentan noch recht viele Bauplätze. Das kostet 10. Aufzug müsste man noch bauen. Boah, scheiß die Wand dann, ey. So. Wir müssen mal gucken. Satellitenkontrollzentrum. Die kommen hier oben dann einfach hin. Ob ich hier noch was aushebe... Ja, es kann später. Ein Satellitenkontrollzentrum könnten wir noch bauen, brauchen wir aber ein bisschen Geld noch für. Wie lange, warte mal, wie lange dauert denn das? Nicht genug Geld. Scheiße, steht hier noch gar nicht. Ich brauche ein bisschen Geld noch. Grandsam verzweifeln. Ah, nee, noch nicht. Noch nicht. Wir gehen erstmal in die Einsatzleitung, scannen ein bisschen nach Aktivitäten. Und hier ist schon ein UFO über Deutschland. Das ist natürlich schlecht. Da starten wir direkt unseren Raven One. Und dann hoffen wir mal, dass wir das Ding da runtergeschossen kriegen. Ich bin dafür, dass es kaputt geht, das Drecksding. Dann gibt es nämlich schöne Teile, die wir vielleicht verkaufen können und dann haben wir vielleicht Geld. Wir haben Sichtkontakt zum Feind.
So, hau weg den Scheiß. Wehe, du gehst kaputt, Raven One. Du darfst auch zurückschießen, so ist es nicht, ne? Sehr gut. Das erste Ding abgeschossen, Leute. Die Einsatzzentrale feiert. Ich esse noch einen Tapsi. Ich wiederhole, das UFO ist abgestürzt. Verstanden? Verstanden, Bruder 37. Gute Arbeit, Central Out. Also gut, Leute. Rekalibriert Satellit Bravo und zeigt mir ein Bild der Absturzstelle. Sie kommt jetzt in Sicht, Sir. Auf den Schirm. Vergrößern. Wie bei CSI. Vergrößern. Blutprobe nehmen. Es ist unbeschädigt. Commander, der Chat ist außer Kontrolle. Nein! So, wir schicken unseren Sky Ranger los. Die Leute sind hier wieder alle mit am Start. Flocky, bla bla bla. Jo, Einsatz starten. Wann machst du Werbepause? Ich will essen. Ey, wir machen gerade eine Dreiviertelstunde. Kann doch nicht dein Ernst sein, jetzt schon eine Pause machen zu wollen. So, beginnen wir den Angriff. Wir können nur 4 Leute immer reinschicken und... Unser Zielgebiet liegt nahe der deutschen Grenze. Die reden von mir. Anscheinend sind die Aliens in einem dünn besiedelten Gebiet abgestürzt. Sollte es dort Zivilisten geben, halten sie sich hoffentlich fern. Warum gibt es fast nur Kerle, Lisa? Ernsthaft? Es sind gerade 2 Weiber und 2 Kerle dabei. Es ist 50-50 aufgeteilt. So, egal. Ja, wir sind jetzt hier an der deutschen Grenze. Man sieht's, ne? Typisches deutsches Gelände. Wir sind jetzt und haben das erste Mal Kontakt zu einem UFO. Wir überwachen diese so, Signale Amy, geh mal da vorne hin. Strike One hat die Erlaubnis, das Sarah? Ah nein, ich habe die nicht umbenannt. Das sollte doch die gute Extensions werden. Meine Güte, das war jetzt aber... Das war aber ein Fail jetzt von mir. So, Sarah geht da oben hin. Und geht dann auf Feldposten. Und, ja, der gute Flynn. Ey, Flynn, so hieß der Typ, so hat sich doch der Sohn bei Breaking Bad auch genannt. Du gehst dahin. Ja, neue Rekruten, die holen wir später. Wir haben noch nicht mal eine Offiziersschule, das ist eher das Problem. So, der gute Flocky. Der stürmt nach vorne, der Schlingel. Dem dürstet es nach Blut. Amy? Amy, geh mal hier hin. Ich brauche einen Sniper, fällt mir gerade mal auf. Wir haben gar keinen Sniper. Aber wir haben jemanden, der Rauchgranaten werfen kann. Yay, cool. Wir sind unaufhaltsam. Unaufhaltbar. Feldposten. Und der gute Adams. Der Adams, der rennt mal nach da oben. Der ist total außer Kontrolle, ey. Rennt einfach da hinten hin. So, okay, die Aliens sind dran, aber so wie es aussieht, doch hier wird was gehört. Flocky hört hier schon wieder was. Die Offiziersschule hast du doch, Grants. Sicher? Hab ich noch nicht gesehen. Da habe ich eben nicht richtig hingeguckt. So, Adams. Okay, Amy, geh mal hier vorne hin. Hier sieht noch niemanden. Feldposten. Sarah, keine Deckung für die gute Sarah. Generell wenig Deckung hier auf diesem Feld. Das nervt mich. Das gefällt mir nicht. Sarah, geh mal da vorne dann hin. Ich würde gerne den Meld-Container zumindest noch einsammeln. Feldposten. Adams. Soll er da vorne direkt hinrennen? Ja, komm, Flynn. Der ist auch noch nichts wert. Ist ja keiner von euch. So, das wäre mein Standardsatz in diesem Walkthrough. Und der Flocky bleibt erstmal auf Feldposten. Oha! Da kommen die kleinen Viecher wieder und Amy. Oh, Amy! Oh man, die... Yo, Amy hat da wen abgeknallt. So muss es sein. Gut, da oben ist übrigens der nächste Meldcontainer, aber wir sammeln uns erstmal den einen hier ein mit Flynn. Das schafft er, oder? Yeah, Flynn, du bist ein Killer, mein lieber Freund. Feldposten. Amy, geh mal da vorne hin. Vielleicht sieht sie den... Ja, sie sieht ihn. 45%ige Chance. Meinst du, sie kriegt das nochmal hin? Not bad. Not bad. Schönes Ding.
Gut, dann können die anderen jetzt nach vorne spurten. Brauchen keine Angst mehr haben. Amy. Das ist ein passender Name, wenn man AIM mit A-I-M schreibt. Habt ihr recht? So, den ersten Mail-Container haben wir immerhin schon mal gekriegt. So. Der gute Flynn geht hier vorne in die Deckung. Oh, sieht aber noch nichts. Feldpostin. Amy. In Bewegung. Geh mal da vorne hin. X-Rays gesichtet. Ach, das ist dieser kranke Motherfucker. Stimmt. Amy, bester Mann. So, den Typen müssen wir jetzt aber killen, glaube ich, in dieser Mission noch. Oh. Oh. Das ist jetzt aber nicht so super, was Amy da jetzt zu bieten hat. Feldposten oder wirft sie eine Granate? Schmeißt dem Kackvogel eine Granate um die Ohren. Deckung! Deckung! Flynn müsste ihn eigentlich töten. So, die Deckung ist kaputt. Das war natürlich mein Ziel. Aber Flynn hat seinen Zug schon gemacht. Shit. Die sehen ihn beide. Sarah könnte schießen. Boah, Sarah, ey. Die ist blind, die Alte. Das ist ja nicht normal. So, der Flocky geht hier oben rauf. Und schmeißt auch lieber seine Granate. Der Typ, der würde ja eh verschwinden. Oh, Flocky. Meine Güte, da muss der Bizeps mal trainiert werden, Flocky. Das kann doch nicht sein, dass du den nicht triffst. 57, da musst du jetzt aber, ne, mit dem Gewehr treffen. Danke, Flocky. Danke. So, aber die Gegner sind noch nicht besiegt. Der Außenweltler ist gefallen. Aber die Aliens sind noch nicht so beeindruckt von der Leistung, scheinbar. Amy. Geh mal da vorne hin, Madame. Und die Feldpostin Sarah. Flynn. Was machen wir mit Flynn?